Moin aus Brüssel. Ihr erinnert euch noch an Uploadfilter, Netzsperren, Löschfristen für Inhalte, die Zusammenarbeit mit Rechtsextremen von politischen Parteien, Facebook, Whistleblower und Desinformation. Das alles sind Themen, die hier in der Brüsseler Digitalpolitik gerade ganz intensiv diskutiert werden. Das alles und viel mehr wird tatsächlich zu einem unfassbar wichtigen Gesetzgebungsvorschlag diskutiert, über den leider meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig berichtet wird. Es geht um den sogenannten Digital Services Act. Den Digital Services Act oder auch kurz DSA kann man sich tatsächlich vorstellen wie ein neues digitales Grundgesetz. Der DSA ist somit die Mutter aller Internetgesetze. Im Prinzip sollen dort für alle Plattformen in der Europäischen Union die Spielregeln festgelegt werden. Welche Rechte müssen Sie den Nutzerinnen und Nutzern einräumen? Welche Transparenz- und Rechenschaftspflichten die Plattformen unterliegen und ganz wichtig, wie Plattformen gegen illegale Inhalte vorgehen müssen. Das klingt alles ganz gut, oder? Finde ich auch, aber leider habe ich als einer der Unterhändler der Sozialdemokraten zu diesem neuen Gesetz in den letzten Wochen und Monaten so einiges erleben müssen, das mir wirklich negativ hängen geblieben ist und mir tatsächlich manchmal auch die Kinnlade runtergefallen ist. Weil ich nicht will, dass hier in Brüssel hinter verschlossenen Türen über die Zukunft des Internets in Europa entschieden wird, ohne dass ihr davon wisst, habe ich mich entschieden, nochmal wieder ein Video zum DSA zu machen. Ich will mit euch darüber reden, was der aktuelle Stand zum DSA ist, was konkret gerade verhandelt wird und vor allen Dingen will ich mit euch darüber sprechen, wie Lobbygruppen tatsächlich gemeinsame Sache machen mit zum Beispiel der CDU, CSU, aber auch rechtsextremen Kräften wie dem polnischen Regime oder der Partei von Marie Le Pen aus Frankreich, um im Internet nach ihren Vorstellungen durchzudrücken, koste es, was es wolle. Dabei geht es um die altbekannten Uploadfilter aus der Urheberrechtsdebatte, aber auch einige andere Entwicklungen, die ich wirklich extrem besorgniserregend finde und die ich deswegen mit euch teilen möchte. Zuerst vielleicht noch mal eine ganz kurze Einordnung, denn in Brüssel arbeiten wir an dem DSA tatsächlich schon seit anderthalb Jahren. Ich habe dazu, wie schon gesagt, auch ja mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich oben und trotzdem hier noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Im Vorfeld zur Veröffentlichung des Gesetzesvorschlages hatten wir als Parlament erste Forderungen aufgestellt. Mehr Zugang für Nutzerinnen zu Beschwerdemechanismen bei der unrechtmäßigen Entfernung von Inhalten und bessere Mechanismen für das Melden illegaler Inhalte hatten wir zum Beispiel gefordert. Wir wollten die Beachtung von Grundrechten wie der Meinungsfreiheit oder Moderation von Online-Inhalten fokussieren, damit es eben nicht zu Upload-Filtern kommt und sogar ein Verbot von Online-Werbung basierend auf persönlichen Daten hatten wir gefordert, um tatsächlich den Datenkraken der großen Plattform endlich Einhalt zu gebieten. Und dann kam im Mai 2020 der Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission. Und er war, naja, ganz okay. Klar, Verbesserungspotenzial gab es an allen Ecken, aber zumindest einige Hauptforderungen von mir waren drin. Keine Uploadfilter weit und breit zu sehen, ein starkes Bekenntnis zu einem Verbot der allgemeinen Überwachung von Nutzerinnen und Nutzern online. Und ich finde, damit konnte man tatsächlich arbeiten. Leider dachten sich das auch einige Kolleginnen und Kollegen von der Union und leider auch einige Lobbygruppen. Und was dann dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt an. Fangen wir tatsächlich mit dem Altbekannten an, den Upload-Filtern. Wie schon erwähnt, enthält der DSA Regeln für die Löschung von illegalen Inhalten online. Es ist soweit ja auch nicht problematisch. Zum Beispiel gibt es auch in Deutschland Regeln mit dem Netz.de, bei dem ist nicht alles gut, aber es gibt es immerhin schon eine Weile. Und jetzt soll es eben eine einheitliche europäische Regelung geben, nach der Behörden die Löschung illegaler Inhalte anordnen können. Das ist gut für die Rechtsdurchsetzung in Europa und vermeidet eine Fragmentierung des europäischen Internets durch nationale Sonderwege. Aber das reicht den Rechteinhabern und tatsächlich den Freunden von den Unionsparteien überhaupt nicht aus. Sie fordern, nicht nur soll der illegale Inhalt runtergenommen werden, die Plattformen sollen noch mehr dafür sorgen, dass in der Folge dieser Inhalt nicht in identischer oder äquivalenter Form wieder hochgeladen werden kann. Das nennt man neudeutsch eine Stay-Down-Regelung oder wie ich gerne sage, Upload-Filter auf Steroiden. Die unglaubliche Masse an Inhalten, die auf Plattformen im Minutentakt hochgeladen werden, bedeutet nämlich, dass Menschen das nicht alleine überprüfen können. Die einzige Option für die Plattform, darauf zu reagieren, sind automatisierte Algorithmen, also Upload-Filter.
Ganz grundsätzlich hat sich an der Tauglichkeit von Upload-Filtern für diese Aufgabe seit der Urheberrechtsreform, die jetzt ja auch schon ein paar Jahre zurückliegt, nichts geändert. Sie machen immer noch Fehler und sie würden damit immer noch dafür sorgen, dass auch viele legale Inhalte, zum Beispiel journalistische Texte, Memes oder andere vollkommen legitime Inhalte, tatsächlich heruntergenommen werden müssten, weil der Upload-Filter sie nicht und den Kontext nicht erkennt. Falls ihr euch für die Funktionsweise von Upload-Filtern und ihr Fehlerpotenzial interessiert, dann schaut doch mal in dem Dokument, das ich euch unten verlinkt habe. Da gibt es noch einige Links und Hinweise. Und trotz dieser Probleme mit den Upload-Filtern ist in den vergangenen Monaten die Lobbymaschine der Rechteinhaber nochmal wieder angelaufen und hat genau diese Upload-Filter auf Steroiden, die Stay-Down-Regelung, lautstark gefordert. Und die Lobbyisten haben damit bei vielen Kollegen im Parlament tatsächlich auch ein offenes Ohr gefunden. Bei uns im Rechtsausschuss zum Beispiel wurden fast identisch lautende Anträge von der konservativen EVP, der die CDU-CSU angehören, der rechtspopulistischen EKR und sogar der linken Fraktion eingebracht. Und ich möchte an dieser Stelle eins betonen. Lobbyismus ist per se kein Teufelswerk. Im Endeffekt ist auch jede Vertreterin oder jeder Vertreter einer zivilgesellschaftlichen Organisation eine Lobbyistin. Es ist für uns Abgeordnete wichtig, mit einer Bandbreite an verschiedenen Menschen zu reden, denn nur so können wir am Ende uns ein Bild davon machen, welche Auswirkungen unsere Gesetze haben. Wir können so besser Perspektiven verstehen und richtige Entscheidungen treffen. Auch ich treffe mich regelmäßig mit Vertreterinnen aus der Industrie, aber auch aus der Zivilgesellschaft. Und diese Treffen veröffentliche ich natürlich auch auf meiner Website. Was mich aber an der derzeitigen Debatte stört, ist, wie unreflektiert, dass alles abläuft und Änderungsanträge einfach übernommen werden. Die Rechteinhaber machen sich natürlich gar nicht die Mühe, mögliche Probleme zum Beispiel für Grundrechte offenzulegen, sondern nur ihre Vorteile. Und es ist eigentlich Aufgabe der Politik, und das sehe ich auch als meine persönliche, genau rauszufinden, was stimmt eigentlich und was sind halbgare Vorschläge. Und vor allen Dingen ist es ein ganz großes Problem, wenn Vorschläge eins zu eins übernommen werden, denn dann das richtet dann riesigen Schaden an. Diese Politiker machen hier schlicht ihren Job nicht und opfern tatsächlich das Wohl der Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer für die Interessen einiger weniger. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Ganz klar wird zum Beispiel diese unreflektierte Übernahme von Änderungsanträgen, wenn wir uns ein anderes Beispiel anschauen. Löschfristen für bestimmte Arten von Inhalten im Internet. Die Kommission hat ursprünglich vorgeschlagen, dass staatliche Stellen die Löschung von illegalen Inhalten anordnen können und diese von der Plattform dann ohne unangemessene Verzögerung gelöscht werden. Das ist soweit vernünftig. Die Anordnung einer Behörde kommt rein, der illegale Inhalt wird runtergenommen und das im Prinzip so schnell wie möglich. Denn wenn die Verzögerung zu groß wird, sieht man sich natürlich als Plattformbetreiber schnell in Erklärungsnot und macht sich auch rechtlich angreifbar. Nun gibt es einige Länder, darunter Deutschland, die mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz so ein System auch schon haben und spezifische Fristen für die Entfernung von Inhalten festgelegt haben. Und auch in Europa kennen wir das. Zum Beispiel gibt es eine Spezialverordnung zum Kampf gegen Terrorismus online, die erst vor kurzem beschlossen wurde. Und dort steht eine einstündige Frist für die Entfernung von terroristischen Inhalten drin. Ich bin kein Fan von starren Fristen, weil ich glaube, dass das eine viel zu große Anzahl von Anbietern über einen Kamm schert. Eine große Plattform wie YouTube hat unendliche Ressourcen fast und kann Inhalte im Zweifel noch viel schneller runternehmen als innerhalb einer Stunde. Sie wird sich aber wie der wenig motivierte Schüler sozusagen bis zur Abgabefrist, bis zur letzten Sekunde Zeit lassen. Und so bleiben illegale Inhalte dann unter Umständen länger online als nötig. Und währenddessen ist die einstündige Frist, die für Google okay ist, für kleinere Plattformen und Startups eine fast unüberbrückbare Herausforderung. Was macht denn ein Startup, wenn es um 3 Uhr nachts am Samstag eine Löschanordnung bekommt? Davon mal ganz abgesehen, war ich tatsächlich auch einfach geschockt, was an einseitigen Lobbyinteressen in die Stellungnahme des Rechtsausschusses zum Digital Services Act gekommen ist. In Artikel 5 des Berichts heißt es da, illegale Inhalte sollen innerhalb einer halben Stunde gelöscht werden, wenn es sich dabei um die Übertragung eines Live-Sport-Events oder eines anderwertigen Live-Entertainments handelt. Moment mal, 30 Minuten? Ja, 30 Minuten stimmen völlig. Oder genau halb so viel Zeit, wie wir Plattformen zur Entfernung von terroristischen Inhalten einräumen. Weil natürlich kommerzielle Interessen der Sportrechteinhaber viel wichtiger sind als der Kampf gegen den Terrorismus. Ist doch klar, oder?
Gut, da könnte man jetzt einwenden, die einstündige Frist für terroristische Inhalte steht in einem ganz anderen Rechtsakt. Vielleicht hat da jemand bloß nicht so genau hingeschaut. Fehler passieren uns ja schließlich allen immer mal wieder. Aber nein, denn direkt im nächsten Satz nach der 30-Minuten-Regelung für Sportstreams heißt es, Inhalte, die ernsthaft schädigend sein können für die öffentliche Sicherheit, Gesundheit oder Verbraucher, müssen innerhalb von 24 Stunden entfernt werden. Also 24 Stunden Löschfrist für die Bedrohung von Leib und Leben, 30 Minuten für den bedrohten Profit der verarmenden Fußballligen in Europa. Das ist doch fair, oder? Na, jetzt mal im Ernst. Das hat tatsächlich so eine Mehrheit im Rechtsausschuss im Europäischen Parlament gefunden. Und hier ist ganz offensichtlich einer ganzen Reihe von Politikern der Kompass abhanden gekommen und sie haben sich tatsächlich für die einseitigen Lobbyinteressen eingesetzt. Fairerweise muss man sagen, die EVP, in der ja auch CDU und CSU sind, kommt ganz sicher nicht alleine auf eine Mehrheit. Woher kommt also die Unterstützung für diese Position? Ganz einfach, sie haben gemeinsame Sache mit Extremisten wie der autoritären polnischen Regierung und dem rechtsextremen französischen Front National gemacht. Der Preis dafür? Plattformen sollen sich in Zukunft der Propagandamaschine der rechtskonservativen Peace-Partei zum Beispiel unterordnen. Dem Kompromissvorschlag im Rechtsausschuss zufolge müssen sich Plattformen in jedem Mitgliedstaat spezifischen Regeln zur Moderation von Inhalten unterwerfen, die sich nach soziokulturellem Kontext richten, der dann tatsächlich im Text undefiniert bleibt. Das ist nichts anderes als ein Freifahrtschein für Regime wie Polen oder Ungarn, frei nach Laune Plattformen zu regulieren. Und was ist jetzt die praktische Folge einer solchen Regelung? Ja, das lässt sich tatsächlich mit einem Blick auf Ungarn erahnen. Dort hat Viktor Orban vor kurzem ein neues Gesetz gegen die LGBTQI-Plus-Community vorgelegt, das angeblich Kinder vor dem schlechten Einfluss der Darstellung von LGBTQI-Plus-Inhalten schützen soll. Solche Inhalte könnten aber mit dem Hinweis auf den soziokulturellen Content nach dem ungarischen Gesetz gesperrt werden. Also im Klartext, genau solchen Gesetzen wird mit diesen Regelungen Tür und Tor geöffnet. Und das ist für mich absolut inakzeptabel und auch überhaupt nicht nachvollziehbar, wie CDU und CSU ernsthaft für solche Änderungsanträge stimmen könnten. Aber vielleicht haben sie sich ja auch nur einfach an die Empfehlung der Medienlobby gehalten, denn die empfahl tatsächlich eine Stimme für den betreffenden Kompromiss, weil sie im gleichen Artikel auch erreichen konnten, dass Medieninhalte, zum Beispiel auch von Russia Today, von Plattformen nicht mehr einfach entfernt werden dürfen. An Absurdität finde ich nicht mehr zu überbieten. Dass die Inhalte von etablierten Medien wie Zeitungen der Süddeutschen Zeitung oder Fernsehsendern wie der ARD von den Plattformen nicht mehr gesperrt werden sollen, finde ich auf den ersten Blick auch sinnvoll. Warum sollte eine Plattform solche Inhalte tatsächlich sperren? Auch ich fände es gut, wenn solche verantwortungsvollen Medien vor potenzieller Willkür der Plattform geschützt werden. Aber auch hier zeigt sich das Detail dann erst auf dem zweiten Blick. Die Folgen einer absoluten Ausnahme für alle Medien könnte dramatische Folgen für den Kampf gegen Desinformation in Europa haben. Schon jetzt ist Desinformation durch einige Medien einfach ein riesiges Problem. Die Bürgerrechtsorganisation Avaaz hat untersucht, welchen Einfluss Falschmeldungen und gezielte Desinformationen auf die Bundestagswahl hatten und dabei teils erschreckende Ergebnisse zutage gefördert. So waren 63% aller Wahlberechtigten in Deutschland Falschmeldungen über eine der drei BundeskanzlerkandidatInnen aufgesessen. Noch eindrücklicher finde ich, Russia Today Deutschland, der Propagandakanal der russischen Regierung, hat auf Facebook mehr Interaktionen erzielt als alle traditionellen Medien. Mehr als die Tagesschau und der Spiegel und sogar mehr als die Bild. Und das, obwohl Russia Today Deutschland nur etwa ein Viertel so viele Followerinnen und Follower hatte wie die Medien. Das zeigt, Propaganda und Desinformation zieht auf den sozialen Medien, wird mehr geteilt und mehr gesehen als qualitativ hochwertige Medien wie die ARD und der Spiegel. Also die Schlüsselfrage ist, wie unterstützen wir qualitative Medien und wie schieben wir gezielter Desinformation einen Riegel vor? Und das war auch Thema bei der Anhörung der Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen diese Woche, bei der ich mit dabei war. Und da hat sie klar gesagt, Facebooks Algorithmen sind schlicht und einfach darauf ausgelegt, Hass, Hetze und reißerische Desinformationen zu bevorzugen, denn diese erzielen mehr Klicks und halten die Nutzerinnen und Nutzer länger auf der Plattform.
Es geht also nur um den Profit von Facebook. Und das, finde ich, darf so nicht weitergehen. Aber apropos Frances Haugen. Die Facebook-Whistleblowerin hat jüngst viele wichtige Dokumente über ihren alten Arbeitgeber Facebook veröffentlicht. Und ihre Enthüllungen bestätigen dabei unsere schlimmsten Befürchtungen. Facebook stellt den eigenen Profit konsequent über das Wohl der Nutzerinnen und Nutzer und gefährdet damit nicht nur die Sicherheit von Einzelnen, sondern tatsächlich auch fundamental das Funktionieren des gesamtgesellschaftlichen Diskurses. Diese Woche war Frances Haugen zu Gast in Brüssel und hat tatsächlich in mehreren Anhörungen über ihre Erfahrung berichtet. Und die ganz klare Konsequenz für mich ist, für Algorithmen, die aus Profitgründen Desinformation und Hetze über sachliche Debatte und qualitativ hochwertige Informationen stellen, darf es in Europa schlicht keinen Platz geben. Der Digital Services Act als neues digitales Grundgesetz bietet eben genau dafür die Chance, wenn wir es denn richtig machen. Wir müssen ganz grundlegend Transparenz für die Empfehlungsalgorithmen von Plattformen wie Facebook, Google und Twitter festschreiben. Es gilt, das Monopol der großen Plattform über unsere Aufmerksamkeit muss gebrochen werden. Und deshalb habe ich zum Beispiel vorgeschlagen, dass Drittanbieter eigene Empfehlungslogarithmen für Plattformen anbieten dürfen und so die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden können, was ihnen wichtig ist und nicht die Plattform selbst. Und darüber hinaus müssen wir das Geschäftsmodell der großen Plattform angehen. Plattformen wie Facebook und Google sind im Grunde große interaktive Liftfahrtsäulen. Sie finanzieren sich durch Werbung. Dabei geht es ihnen vor allem darum, uns als Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange auf ihrer Plattform zu halten, egal zu welchem Preis für die Demokratie und Gesellschaft. Hier möchte ich ansetzen und die invasivste Form des Werbetargetings basierend auf den persönlichen Profilen der Nutzerinnen und Nutzer verbieten. An die Stelle personalisierter Werbung sollte kontextbasierte Werbung treten. Also solche Werbung, die sich an den Inhalten, die wir gerade angucken, orientiert und nicht daran, welche angeblichen Vorlieben Nutzerinnen und Nutzer haben. Der Vorteil, reißerische Inhalte und Desinformationen wären auf einmal nicht mehr so lukrativ. Denn welches Unternehmen bewirbt schon gerne sein Produkt neben rassistischer Hetze oder neben einem Video von Impfleugnern? Für beide Punkte, also dem Verbot personalisierter Werbung und mehr Nutzerkontrolle über die Algorithmen, ist eine Mehrheit im Parlament leider noch immer fraglich. Bisher haben sich die Konservativen rund um die Union gegen ambitionierte Regelungen gestellt. Ich hoffe, dass die eindrücklichen Enthüllungen von Frances Haugen hier tatsächlich endlich zu einem Umdenken führen. Die Vorschläge für ein besseres Internet liegen auf dem Tisch. Wir müssen sie tatsächlich nur umwenden. Uploadfilter, ungeeignete Löschfristen, wie gesagt, die Zusammenarbeit mit Rechtsextremen, Desinformation, die Liste der Probleme in den Verhandlungen zum DSA, wie wir es hierhin gesehen haben, ist wirklich lang. Das verdeutlicht auch noch einmal, wie fundamental wichtig dieses Gesetz ist und wie grundlegend ist die Art und Weise, wie wir das Internet nutzen, verändern kann. Bevor ich jetzt erstmal einen Punkt mache, möchte ich aber tatsächlich noch eine neueste Entwicklung in dieses Video mit aufnehmen, die mir wirklich große Sorgen bereitet. Der neue Kompromissvorschlag zum DSA im federführenden Binnenmarktausschuss enthält auf einmal Netzsperren. Für die Älteren unter euch wie mich, das ist ein Begriff aus eigentlich vergangener Zeit. Ursula von der Leyen, die jetzt Kommissionspräsidentin ist, war damals Familienministerin und hat vor über 10 Jahren in Deutschland schon einmal Netzsperren vorgeschlagen. Die großen Proteste dagegen brachten ihr den Spitznamen Zensursula ein. Das entsprechende Gesetz wurde tatsächlich nie angewendet und vom Bundestag dann auch 2011 wieder kassiert. Also nicht wirklich erfolgreich. Aber so viel auch zu meiner Geschichte aus der Jugend sozusagen. Was sind diese Netzsperren? Bei Netzsperren soll der Zugang zu Webseiten, auf denen sich illegale Inhalte befinden, erschwert werden, indem der direkte Zugang zur Website gesperrt wird. Die Inhalte bleiben aber im Netz. Es wird lediglich eine Art Vorhang davor gezogen. Das kann man mit ausreichend Fachwissen natürlich super easy umgehen, zum Beispiel über VPNs oder die Nutzung alternativer DNS-Server. Gleichzeitig sind Netzsperren vor allem in autoritären Regimen ein beliebtes Mittel der Zensur, um den Zugang zu bestimmten Websites, zum Beispiel zur Wikipedia, zu blockieren und so gegen unliebsame Medien oder AktivistInnen vorzugehen. Netzsperren sind also aus zwei Gründen problematisch. Erstens, sie sind nicht sonderlich effektiv, weil diejenigen, die wirklich Zugang zu den illegalen Inhalten haben wollen, diese Wege tatsächlich finden. Und zweitens, sie sind eine Steilvorlage für Autokraten auf der ganzen Welt, die einfach auf das Vorbild Europa verweisen könnten und so ihre eigenen Zensurmaschinen legitimieren können.
Und dabei müssen wir gar nicht nach Russland oder in die Türkei blicken. Es reicht leider wieder einmal, nach Polen oder Ungarn zu schauen. Denn nach dem derzeitig diskutierten Kompromissvorschlag zum DSA würden die Netzsperren von den nationalen zuständigen Behörden veranlasst werden. Das heißt, wir würden den polnischen oder ungarischen Regierungen auf dem Silbertablett ein probates Mittel an die Hand geben, aus fadenscheinigen Gründen die demokratische Opposition und die Medienvielfalt noch weiter einzuschränken. Aus meiner Sicht wäre die Einführung von Netzsperren deshalb grob grundrechtswidrig und der größte Fehler, den wir machen können. Und ich werde deswegen alles dafür tun, dass es nicht dazu kommt. Lange Rede, tatsächlich sehr lang dieses Mal, kurzer Sinn. Mit dem Digital Services Act bringt die EU ein neues digitales Grundgesetz auf den Weg. Aber was eigentlich genutzt werden sollte, um die Rechte von Internetnutzerinnen und Nutzern europaweit zu stärken, droht leider, wie wir gesehen haben, zur Wunschliste von einseitigen Lobbyinteressen und Regierungen in Polen oder Ungarn zu werden. Dafür haben die Enthüllungen von Frances Haugen auch noch mal umso eindrücklicher belegt, wo wir ansetzen müssen. Beim Geschäftsmodell der großen Plattform. Womit verdienen Sie Ihr Geld? Da müssen wir ran, sonst verändern Sie Ihr Verhalten nicht. Aber wie geht es jetzt weiter? Noch ist Gott sei Dank nichts davon final entschieden. Diese Dystopie ist noch nicht Wirklichkeit. Der federführende Binnenmarktausschuss steckt noch mitten in den Verhandlungen. Sobald der Ausschuss eine Position hat, wird der Bericht dann ans Plenum im Parlament gehen, wo wir dann alle als Abgeordnete nochmal drüber schauen und Änderungsanträge abstimmen. Klar ist, wir sind jetzt in der kritischen Phase der Gesetzgebung. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob sich das Europäische Parlament für ein Europa der BürgerInnenrechte einsetzt oder ob es der Versuchung einseitiger Lobbyinteressen erliegt. Ich jedenfalls, und das habe ich hoffentlich deutlich gemacht, werde mich auch weiterhin für ein Digital Services Act, für ein digitales Grundgesetz einsetzen, das die Rechte der Internetnutzerinnen und Nutzer ins Zentrum stellt und nicht das Profitinteresse einiger Unternehmen. Ich weiß, das war ein sehr, sehr langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und schaut euch nochmal das Informationsmedium sozusagen unten drunter an. Ich wünsche euch jedenfalls eine schöne Restwoche. Hoffe, dass ihr mir Wünsche, Anregungen oder Kommentare einfach drunter schreibt. Und wie immer, wenn es euch besonders gut gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn nicht, dann gebt mir ein Dislike. Aber ich freue mich natürlich auch immer mehr über den Like für das Video. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Ciao. Thank you.